Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich habe mich mal so ein bisschen mit den kommenden Energien beschäftigt, habe die mal so ein bisschen analysiert und auch mit Rücksprache von der geistigen Welt mich informiert, um was es denn jetzt in der nächsten Zeit geht. Und da kommt also eine ganz starke Energie für ein neues Wertebewusstsein, die uns dazu bringt, nochmal eine ganz andere, tiefere Bewusstseinserweiterung zu bekommen. Ja, und wie das alles geschieht und welche Energien da dazu vom Universum geschickt werden, das werdet ihr gleich erfahren. Ich freue mich, dass du da bist. Also es geht in erster Linie um das Erlangen eines neuen Wertebewusstseins. Das heißt, die alten Werte, so wie sie waren, die taugen nicht mehr, die müssen überarbeitet werden, die müssen neu überdacht werden, damit sie uns gut tun. Es ist also wichtig, dass man da nochmal guckt für sich selbst, was habe ich für ein Wertebewusstsein, passt es noch in die aktuelle Zeit, und wenn es nicht passt, wird es angepasst. Da spielt das Ego eine ganz große Rolle. Ja, das liebe Ego, ihr wisst es ja alle, das Ego ist jetzt nicht immer nur unser Feind, sondern das Ego ist in dem Moment in Ordnung, wenn man es schafft, den Geist, das Herz mit dem Ego zu verbinden. Und genau das ist das, was jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren sogar wichtig wird, weil wir ja in einem neuen Zyklus sind. Wir sind also seit Dezember 2020 in einen neuen Zyklus hineingekommen, und dieser Zyklus bringt uns dazu, alles zu überdenken, unser ganzes Wertesystem neu auszurichten. Und da dazu gehört natürlich auch das Ego, einfach dieses Miteinander mit dem Ego in eine harmonische Schwingung zu bringen und dadurch dann dieses Gesamtbild, was jeder Mensch ja ist, diese gesamte Energie zum Strahlen zu bringen. Also ärgert euch nicht über das Ego, sondern versucht wirklich so eine Brücke zu bauen vom Verstand, vom Herz zum Ego. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und all dies führt auch zu einem neuen Miteinander. Also auch diese Strukturen, die wir bisher hatten, dieses Miteinander, werden sich erneuern, weil, wie gesagt, dieser neue Zyklus ja jetzt gerade erst begonnen hat, und der dauert ja schon mal 13 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre. Und in dieser Zeit, also ihr seht, wir sind ganz am Anfang, wird sich wirklich noch sehr viel tun. Dieses neue Miteinander wird Wege finden, in denen wir uns dann wohlfühlen. Im Moment ist es jetzt so, dass alles im Umbruch ist und wir dieses neue Miteinander erst noch suchen, noch lange nicht gefunden haben. Und aber dadurch, dass so viel in Bewegung ist, wir dann auch selbst stutzig werden und überlegen, ja, wie könnte denn jetzt dieses neue Miteinander sein? Da spricht man oft von diesen Gruppen, die sich bilden, also auch Wohngemeinschaften, aber riesigen großen, sag ich mal, 50, 100 Menschen. Das ist so ein Bild, was ich habe. Aber ich denke, ihr habt vielleicht auch noch andere Ideen, was da kommen könnte, wie man das gestalten könnte, ein ganz neues Miteinander, was uns erreicht, wenn wir auch unser Bewusstsein einfach ja noch mehr erhöhen, noch mehr ausrichten auf die Gesetze des Universums, uns da einstimmen und dadurch eine völlig neue Situation für einen jeden von uns entsteht. Und das sind sehr schöne Aussichten, denn wir wissen ja, dass die Erde gerne aufsteigen möchte, und wir ja auch, und da braucht es eben Erneuerungen, und das hat begonnen. Das ist ein ganz wichtiger Zyklus für uns Menschen,
und für die Erde auch. Was wichtig auch ist, es kommt noch ein ganz enormer Aspekt dazu, nämlich die Freiheit des Geistes. Die Freiheit des Geistes wird sich anders gestalten, weil wir durch die neue Formen des Wertebewusstseins haben wir im Geist auch eine Weiterentwicklung, und diese Weiterentwicklung bringt uns in das höhere Bewusstsein hinein. Also unser Geist wird sich ändern, das Verständnis auch von unserem Geist wird sich ausdehnen, und wir haben dadurch dann auch Zugang zu dem höheren Wissen, was ja eigentlich für alle da ist, aber es fällt uns im Moment noch schwer, dorthin zu gelangen, und das wird durch den Beginn dieser neuen Zeit leichter werden. Also das heißt, es sind angesagt Schulungen, die du für dich machen kannst, wo du dir aussuchen kannst, auf welchem Gebiet du dich gerne fortbilden möchtest, um diese Ausdehnung des Geistes zu ermöglichen. Und es ist ja auch so, aus meinen Erfahrungen, wenn ich mal so zurückschaue, bei jeder Schulung, die ich mal gemacht hatte oder die ich auch gebe, merke und spüre ich, dass die Menschen dadurch dann auch noch Zugang zu ihrem eigenen persönlichen Wissen bekommen. Und das ist natürlich eine ganz große, gute Sache. Das heißt also, sobald man sich anmeldet für einen Kurs und den dann absolviert hat, dehnt sich das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten ja kolossal aus. Und dann besteht die Möglichkeit, dass man auch Zugang noch zu zusätzlichen Wissen von sich selbst bekommt. Das ist ein ganz toller Aspekt, und das wird durch die neue Zeit, die uns ja jetzt einfach ja so in einen Schwung hineingebracht hat, ermöglicht wird. Das heißt, wir haben so große Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, es wird ja immer alles schneller. Also die ganze Technik entwickelt sich schneller als früher. Und die Zeitwellen, die bringen so auch diese Schnelligkeit dazu. Da heißt es, passt euch an und guckt einfach, wie es für euch ja gut ist und passend ist, wo ihr dann euren eigenen Rhythmus findet in dieser Zeit. Also die nächsten folgenden Zeitenergien bringen uns die Chance auf eine sehr große Weiterentwicklung von unserer Persönlichkeit und von unserer Spiritualität und von unserem spirituellen Wissen, von dem göttlichen Wissen, was ja im Universum in unserer Akasha-Chronik für uns aufgehoben wurde und oder wird und noch immer da ist. Und diesen Zugang kann man bekommen, wenn man sich damit beschäftigt. Es gibt zum Beispiel von mir jetzt schon das zweite Webinar über die Akasha-Chronik. Und das heißt, ich habe da von der geistigen Welt einen neuen Zugang bekommen, der viel leichter ist als der andere. Und du brauchst natürlich eine Initiation dafür, also eine Einweihung, eine sogenannte Erlaubnis, dass du das lesen darfst. Und wir werden dann in der neunten Dimension, das muss man sich erst mal vorstellen, wie weit aufgestiegen das ist, wie weit fortgeschritten das ist. Wir erhalten also da einen Zugang in die neunte Dimension zu den Feldern unseres Wissens und auch zu den Feldern des Wissens der hohen Meister der Zeit. Und das ist die Tendenz, wenn man es jetzt mal wieder verallgemeinert, die Zeitqualität, die uns zur Verfügung steht und die jeder für sich so nutzen kann, wie er es gerne möchte. Das ist eine enorme Chance für die Menschheit. Und sobald wir dies erkennen, sind wir wieder auf dem göttlichen Weg.
auf dem geführten Weg in die göttliche Ordnung. Weil die göttliche Ordnung sieht ja vor, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir auch den Weg der Liebe gehen. Der Weg der Liebe, der hat ganz viel Kraft und ist immer von Gott geführt. Und das sollten wir also nie vergessen und immer im Hinterkopf behalten. Und sobald wir die Schritte, die den Spuren der Liebe folgen, sind wir geschützt und begleitet. Und das ist die große, große, große Chance, die uns dieser neue Zyklus bietet, meine ich. Ein Versprecher, eieiei, kann ja mal passieren, ne? Insgesamt ist es also in der nächsten Zeit hin, in den nächsten Zeitqualitäten, die Zeit der Erneuerung. Jetzt habe ich die ganze Zeit vom Wissen gesprochen, vom Ego und von Ausbildungen, aber es ist auch die Zeit der Erneuerung für unseren Körper. Man sollte ja immer alles ganzheitlich betrachten, also das heißt, die Zeit der Erneuerung auch für den physischen Körper. Und das ist dann in dem Moment gut, viele Heilsitzungen zu machen, vielleicht Verjüngungsrituale durchzuziehen, um das alles zu unterstützen. Die kosmischen Energien sind dafür bereit. Und wenn wir zum Beispiel ein Verjüngungsritual oder ein Verjüngungswebinar besuchen, dann geben wir unserem Körper die Möglichkeit, sich an die Zeitwellen anzupassen und dadurch im gleichen Rhythmus zu schwingen und unserem Körper die nötige Kraft zu geben, unsere Zellen an die aktuelle Zeit anzupassen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also letztendlich gibt es unheimlich viel für uns zu tun. Und es muss auch nicht jetzt alles sofort auf einmal sein, sondern so, wie es euch am besten liegt, so wie ihr euch orientiert und dann dadurch genau das findet, was für euch wichtig ist. Das solltet ihr also jetzt nicht aus dem Sinn verlieren, aus dem Kopf verlieren, sondern macht eins nach dem anderen, so wie der Impuls kommt. Und dann ist es nämlich auch in der richtigen Schwingung und passt genau in dem Moment zu euch. Ja, dann wäre noch ein Aspekt, der sehr wichtig wäre, das ist die Reinigung. Denn um in diesen Flow der Zeit hineinzukommen, ist generell Reinigung, energetische Reinigung, meine ich, ist sehr wichtig. Das wisst ihr ja eigentlich schon. Es ist jetzt in dem Moment nichts Neues, aber wenn man das im Hinblick auf das neue Wertebewusstsein betrachtet, bekommt das nochmal auch eine andere Wertung, weil Reinigung in dem Sinne deine Kanäle ja auch frei macht, deine Aura frei macht und dich dadurch aufnahmefähiger macht, um neues Wissen zu bekommen oder um zum Beispiel die Verjüngungsenergie zu bekommen. All das braucht Platz, die neuen Energien brauchen Platz und das neue Wissen braucht auch Platz in dir, in deinem Körper, in deinem System. Und wenn es vorher gut gereinigt ist, dann findet es auch seinen Platz und kann sich in dir etablieren. Und darauf solltest du also unbedingt achten. Es gibt von mir sehr schöne Videos. Ich verlinke euch die mal hier oben. Da könnt ihr da nachher mal drauf gehen und wisst dann auch, was ich meine. Einfach eine energetische Aura-Reinigung oder auch eine energetische Hausreinigung unbedingt immer wieder tun. Denn wenn ihr euch gereinigt habt und im Haus ist noch nicht gereinigt, dann nützt es auch nicht so viel, weil er ja dann wieder die Energien aufnimmt, die jetzt im Haus sind, wenn die noch nicht gereinigt wurden. Also man sollte das immer wirklich umfassend betrachten, wenn man eine Reinigung macht für sich selbst, dann auch nochmal im Haus, in seinem Raum, wo man schläft und wo man lebt, in der Küche und halt überall in den Räumen, eine gute Reinigung durchführen und das eigentlich schon auch regelmäßig tun.
Es ist ja ganz klar, wenn du überlegst, du machst ja auch einmal in der Woche, räumst du auf und putzt du normalerweise deine Wohnung und dann solltest du dies auch energetisch tun. Das ist so mein Ratschlag, also so mache ich es auch. Immer wieder reinigen und immer wieder hineinspüren in die einzelnen Räume, ist alles noch in Ordnung oder ist eine Energie, die nicht so gut ist, die vielleicht belastend ist und die dann eben entfernen. Ja, also oh je, ganz, ganz viele Ratschläge habe ich heute für euch und ja, die geistige Welt wollte, dass wir das besprechen, dass wir uns wirklich auch bewusst werden, was los ist und wie wir dadurch dann auch ganz wundervoll für uns profitieren können und in dieser Neuausrichtung weitergehen. Das ist der Wunsch der geistigen Welt und ja, ich denke, ihr habt das alles gut verstanden und ich würde mich auch freuen, wenn ihr unten in den Bemerkungen dazu schreibt, was ihr noch so für Ideen bekommen habt von all dem, was ich euch jetzt so erzählt habe und wie ihr eure Zukunft jetzt gestaltet, energetisch gestaltet, was ihr euch vielleicht vorgenommen habt, welches Webinar ihr machen möchtet oder wie ihr eben euer Wissen, ja, den Zugang zu eurem Wissen holen möchtet. Es geht natürlich auch in der Meditation, ganz klar. Es gibt so viele Wege und ich wünsche mir, dass ihr den für euch am besten geeigneten Weg findet. Ja, und jetzt werden wir auch dann gleich mal eine ganz intensive, schöne Meditation zusammen machen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was die geistige Welt vorbereitet hat. Wir kommen da gerade so eine Durchsage von oben. Ich hätte was vergessen, euch zu sagen. Ja, das stimmt. Es geht auch darum, dass wir, also ihr dürft jetzt nicht vergessen, dass eine Menge Jahre auf uns zukommen, dass es jetzt nicht nächste Woche und nächsten Monat sofort alles geschieht, aber dass wir auch eine andere Art der Kommunikation finden werden. Und dann kommt die geistige Welt jetzt mit Telepathie. Diese Telepathie, die spürt man schon in dem Moment, wo du vielleicht, wenn bei dir das Telefon klingelt und du weißt genau, wer dran ist. Das ist auch schon Telepathie. Oder du wartest auf einen Brief, auf ein Päckchen und du weißt vielleicht, ah ja, genau, das kommt sicher morgen. Also solche Vorahnungen hängt mit der Erweiterung der Telepathie zusammen und das ist das, was die geistige Welt möchte, dass ich das in euch jetzt ein bisschen mehr aktiviere, dass ich euch dabei unterstütze. Wow, was für ein Geschenk. Ja, also es wird also ein Channeling, glaube ich mal, geben, in welchem wir die Telepathie, die Fähigkeit der Telepathie bei jedem Einzelnen erweitern und aktivieren werden. Hui, ja, dann wünsche ich euch jetzt gleich ganz viel Freude dabei und ich sprühe mich jetzt noch mal ein Reinigung, violette Flamme, so dass ich auch frei bin und schicke euch ein bisschen von der Energie rüber, von der violetten Flamme. Und Verbindung zum Ursprung ist ganz wichtig. Das kann ich euch nicht schicken, weil das für mich persönlich ist. Was kann ich euch noch schicken? Die 99, die steht hier. So, jetzt schicke ich euch noch ein bisschen Energie von der 99. Ja, und es geht jetzt gleich los. Ich habe mich jetzt eingestimmt und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser gechannelten Botschaft. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle
und ich bitte um die reinste göttliche Energie der Liebe und des Wissens, so dass ihr genau die Botschaft bekommt, welche die göttliche Ordnung trägt. Einströmt die Energie der Engel der Intuition, Smarana. Wir sind eine Gruppe der Engel der Intuition und wir begrüßen dich voller Achtsamkeit und Freude. Das Feld der Intuition ist in jedem Menschen verankert. Und je nachdem, wie du dein Leben bisher gelebt hast, ist dieses Feld mehr oder weniger aktiv. Wir, die Engel der Intuition, sind heute hierher gekommen, um dir zu ermöglichen, deine Intuition intensiver zu fühlen. Denn die Intuition ist die erste Stufe zur Telepathie. Und so wirst du heute von uns dieses Feld der Intuition ausgedehnt bekommen und aktiviert bekommen. Mache dich dazu bereit und wenn du einverstanden bist, dann gebe uns jetzt ein innerliches Ja. Denn das innerliche Ja erkennen wir an seiner Schwingung und in dem Moment berühren wir deine Seele mit unserer Liebe. Und in dem Moment öffnet sich das Feld deiner Intuition. Einströmt nun die Energie aus den höheren Dimensionen, welche dein Feld der Intuition berühren wird und jetzt in diesem Moment berührt. Lasse es zu und gebe dich hin, lasse los von jedem Zweifel. Denn Zweifel hindern eine Weiterentwicklung deiner Seele, deines Seins. So fließt ein die Energie der göttlichen Intuition. Und sie fließt genau zu dir, in den Bereich in deiner Aura, in den Bereich von deiner Merkaba. Wo es jetzt richtig und gut für dich ist. Genieße diese Energie, denn wir berühren jetzt in deinem dritten Chakra und in deinem zweiten Chakra die Energiekanäle, welche wichtig sind. Und wir werden diese Energiekanäle reinigen und ausdehnen, sodass die Energie der Intuition leichter dadurch fließen kann. Vielleicht spürst du es als leichten Druck. Dies darf alles sein, denn die Energien suchen sich ihren Weg
und sie fließen durch dich hindurch. Und nun dehnen wir das Feld der Intuition weiter aus. Hier kommt Hilfe, energetische Hilfe und Unterstützung von meiner schwarzen Katze. Und so fließt diese Energie durch dich hindurch. Die Energie der Intuition aus der göttlichen Quelle. Es ist die himmlische Intuition, welche von Liebe getragen ist, welche dich leiten und führen wird. Und dein Vertrauen vergrößern wird. Denn es ist das Vertrauen wichtig, das Vertrauen auf deine Begabung, auf deine Talente, auf deine Sinne. Und so überschütten wir dich mit tiefster Liebe, mit göttlicher Liebe. Denn alles, was heute geschah, wird dir von Nutzen sein und wird dich wachsen lassen. So verneigen sich die Engel der Intuition vor dir und sie lächeln dich an. Es ist das Lächeln der Liebe, das Lächeln des Wissens, dass alles, was heute geschah, gut für dich ist. Und so danke ich dir, dass du heute hier warst und diese wundervollen Energien empfangen durftest. Und ich danke auch den Engeln der Intuition für die wertvolle Energieübertragung. Na, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt geworden ist mit dir, weil ja du so nah an meinem Mikrofon bist, du kleine Mausi. Ja, also es ist einfach wieder mal bezeichnend. Die Katze hat sich eingeschlichen in meinen Raum hier und ich habe sie erst gar nicht bemerkt. Sie lag da so ganz unscheinbar auf dem dunklen Teppich und da fällt es nicht so auf, wenn sie da ist. Ich habe jetzt auch ein blaues T-Shirt an und da fällt sie auch nicht so auf. Da sieht man vielleicht nur die Augen. Vielleicht, ne? Ja, also ich denke, es war eine wundervolle Energieübertragung, eine wundervolle Ausdehnung der Intuition. Und das ist tatsächlich die Vorstufe, eine der Vorstufen für eine gute Telepathie. Und ich freue mich darauf, auf diese wundervolle neue Zeit, die wir alle zusammen erleben werden. Und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Sag mal, Wiedersehen. Also, macht's gut. Bis dann.